Nochmal kurz eine Ansage, bevor das Video losgeht. Egal was passiert auf meinem Video, auch an die JP-Fans, an alle, nicht böse sein. Ich gebe meine 100% ehrliche Meinung ab, egal was passiert. Ich hoffe, ihr habt mich alle trotzdem lieb. Und die, die mich vielleicht nicht so kennen, sind hoffentlich nicht sauer auf mich. Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute aus Wuppertal. Wir werden heute die Pizza von JP Performance testen. Was das auf sich hat, werdet ihr gleich erfahren. Nichtsdestotrotz muss ich noch mal ein, zwei Dinge aufrollen. Dann ist es ja nicht das erste Produkt, sage ich mal, von JP, was ich teste. Ich habe auch schon mal den Burger getestet, zwei Videos gemacht. Da hat nicht jeder unbedingt beide Videos gesehen. Das will ich kurz vorstellen und dann werdet ihr erfahren, was das Ganze auf sich hat hier mit JP's Pizza. Also erstmal ein, zwei Worte. Es ist immer schwierig, ein Produkt zu testen, wo eine riesen Fanbase hintersteckt. Mir ist es das höchste Anliegen, wirklich persönlich aus der Sache rauszugehen. So, das ist mir eine ganz wichtige Angelegenheit. Was mir aber noch wichtiger ist und was immer ganz oben steht, ist, dass ich ehrlich bewerte. Und das geht nicht anders. Wir können nichts verfälschen, wir müssen ehrlich sein. Zu meinem Test bei JP, ich war ja zweimal da, habe einen Burger-Test gemacht. Alle haben gesagt, der ist krass, der Burger, der ist heftig, der toppt alles. Als ich da war, hat er beim ersten Test wirklich enttäuscht. Alle haben sich gewundert, Holle, was laberst du für Scheiße? Und so waren natürlich auch viele sauer. Hat sich aber bei meinem zweiten Test alles aufgeklärt. Ich habe mit einem Restaurantleiter geredet, der hat mir erzählt, dass der Burger beim ersten Mal ein TK-Burger war, beziehungsweise ein TK-Patty. Lieferengpässe etc. brauche ich, glaube ich, nicht genauer erklären. Beim zweiten Test war der Burger wirklich stabil. Wir sind alle persönlich rausgegangen. Genau das zur Vorgeschichte von mir und JP, wenn man es so nennen mag. Heute wird die Pizza getestet. Was hat das Ganze auf sich? JP Performance Pizza ist eine Kooperation mit der Pizzakette 60 Seconds to Napoli. Deshalb sind wir auch in Wuppertal heute. Das lag bei mir auf dem Weg. Bei mir in der Nähe ist leider keine Pizza gewesen. Die haben zusammen eine Pizza rausgebracht. Die gibt es dementsprechend im Restaurant 60 Seconds to Napoli, wo es eine neapolitanische Pizza gibt. Diese Pizza werden wir heute testen. Wir werden auch eine normale Pizza testen. Einfach gucken, was sie generell kann. Das werden wir zuerst machen. Und dann gucken wir, was JP's Pizza kann. Ich hoffe wirklich, Leute. Ich hoffe, die wird reinknallen. Da ist er jetzt schon. Da ist er jetzt schon. Muss ich hier hoch oder was? Ah, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich hätte da eben reingehen müssen. Ich habe schon gesagt, ich habe das schon gerochen. Wisst ihr, was in der Luft liegt? Die ist leicht verbrannte von der neapolitanischen Pizza. Diese schwarzen Flecken, wo, wenn man die noch nie gegessen hat, denkt, ich gebe die jetzt zurück, weil die verkohlt ist und irgendwie falsch. Nein, die gehört so. Das habe ich hier draußen schon gerochen. Hier geht's jetzt rein. Ich glaube, weiß nicht, ob das der richtige Eingang ist, aber ich werde erstmal versuchen, hier reinzugehen. Es gibt, glaube ich, sechs Filialen. Zumindest Wuppertal-Essen. Habe ich alles vergessen. Ist auch nicht so wichtig, aber wir testen jetzt erstmal die Pizza. Wir testen, wie gesagt, eine normale Pizza, gucken, was die kann. Denn wenn die schon mal nichts kann, dann kann JP auch nichts dafür, dass seine Pizza vielleicht nicht so gut schmeckt. Und jetzt gehen wir erstmal rein. Das ist ja viel Pixel im Film hier wahrscheinlich. Das könnte problematisch sein. So sieht das aus hier. Das traut man sich mal gar nicht. Das war echt Überwindung gerade. Das müsste alles pixeln. Moin, grüß euch. Hi. Also, wir haben eine Mission, klarer Auftrag. Ich kann gut mit Aufträgen leben. Ich muss Roberto finden. Er ist der Einzige, der Deutsch kann. Ich sehe schon. Moin, mein Lieber. Ich brauche Roberto. Roberto! Du bist der Einzige, der Deutsch kann. Du bist mein Mann heute. Ja, aber wieso sagen wir mir nicht Bescheid? Ich will scheiße aussehen. Nein, du siehst top aus. Ich schwör's dir. Welche eine Frau würde ich? Nee. Doch, welche eine Frau würde ich? Also, was mir erstmal auffällt. Eins, was ich noch nie gesehen habe. Ich bin gleich wieder bei dir, Roberto. Ich nehme mal meine ersten Eindrücke auf. Zum ersten Mal sehe ich hier bei der neapolitanischen Pizza so ein dicker Rand. Also so aufgebläht wie eine Wolke. Als hättet ihr noch mal Spritze rein und Luft reingepumpt, ne? Gut aus, ne? Schmeckt die aber auch? Ja? Perfekt. Aber du musst das sagen, weil du hier arbeitest. Nein, perfekt. Okay, geil. Dann gucke ich mal. Roberto, kann ich als erstes die Salami-Pizza nehmen zum Test? Nehme ich die Salami? Ich kann ein Wort Italienisch. Listen to me. Piccolo cazzo. Grande, bro. Grande, grande. Grande. Guckt euch mal die Kreation hier an, Leute. Wild, 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 wild. Die sehen schon krank aus. Ja. Ganz normal, Standard. Hast du gerade auf den Arsch gehauen, Roberto, oder? Nein, okay. Da hast du. Kein Problem. 60 Sekunden rein oder wie lange? Also eins kann man sagen, es ist richtig, ich wollte gerade sagen Druckbetankung. Ich weiß nicht, wie ich auf den auch so komme. Hier geht Schlag auf Schlag. Eine Pizza, boom, boom, boom. Eine Pizza nach der anderen rein, bam, bam, bam. Tausend verschiedene Kreationen, Laden voll. Die wirbeln hier. Jeder hat seine Aufgabe wie am Fließband. Oh, Roberto. Oh. Die ist gut geworden. Oh, und wie die dampft und alles. Sieht heftig aus, ne? Piccolo Cazzo. Nein.
Nicht lang schnacken, Leute. Wir nehmen direkt jetzt eine Runde Salami. Gucken, was sie kann. Das ist Don Diablo normalerweise. Ah, das Salami kommt sofort. Kommt sofort, okay. Aber ist auch gut, Diablo, ne? Ja, Don Diablo ist auch gut. Oh, vielleicht nehme ich lieber Don Diablo. Wie du willst. Du musst einfach sagen. Dann nehme ich Don Diablo. Aber bringt Spaß hier, ne? Zu arbeiten. Sehr. Ich merke das. Ja, ist auch gut. Ja, ist bisher. Der ist nicht so gut, ne? Nein, Familie. Familie, ne? Genau. Oh, da ist meine Don Diablo. Da kommt meine Kamera rauf, hab meinen Ständer wieder vergessen. Ich hab die jetzt im Karton bekommen. Kleines Missverständnis, aber egal, kommt direkt frisch aus dem Ofen. Meine Erfahrung, was neapolitanische Pizzen angeht, inzwischen sehr viele, die wirklich gut sind. Es gibt aber deutschlandweit wirklich nur ganz wenige, die Weltklasse sind. Jetzt gucken wir, was das für eine ist. Schneidet wie Butter. Überraschend. Die trauen sich in einer Hinsicht was wenig andere machen. Die meisten nehmen eigentlich die gleichen Tomaten, diese San Marzano-Tomaten. Und die haben so eine ganz andere Tomatensoße. Na, nicht ganz anders. Aber du merkst gleich, wenn du reinbeißt, ganz aromatisch, eine gewisse Süße. Aber du merkst sofort, dass was anders. Im positiven Sinne, aber was ich oft bei Pizzen kritisiere, ist, dass jede zweite gleich schmeckt. Beißt rein, kommt dir direkt diese andere Tomatensoße entgegen. Ganz aromatisch, leicht süßlich, wunderbar. Starker Teig außen. Ich will euch das mal zeigen nochmal. Guckt das mal an. Der Biss ist richtig weich und auch wieder ganz special, ganz anders. Wenn man sich jetzt die Hochkaräter in Deutschland reinzieht, die ersten 3-4 Plätze, die sind alle darauf gemünzt, dass es sich weicher als weich, durch wie Butter, durch wie eine Wolke. Als hätte ich so das Gefühl, ich sag dann immer, es fühlt sich surreal an, dieser Durchbiss, als wär's irgendwie, würdest du gerade träumen. Das hier ist ganz anders gepolt. Du beißt da rein, es ist zwar sehr weich, aber dann geht's in dieses Sapschige, wovon ich auch bei Burger manchmal rede. In der Hinsicht von diesem Mundgefühl einfach. Verdammt süß, merke ich inzwischen. Wenn man auf ganz hohem Niveau guckt, würde ich sagen, etwas zu süß. Leichte Schärfe, als hätten sie da noch Honig reingemacht. Knuspert von außen. Beim Reinbeißen merkt man das sogar. Es ist immer nur ein Test, Leute, einer von vielen. In dem Fall mit Kamera muss man immer noch mal undercover abchecken. Ich habe gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das Video angesagt habe, die Riesenkette mit größtem Umsatz deutschlandweit. Ich da war wirklich super performt. Ich habe die gleiche Pizza privat noch mal getestet. Es war so scheiße, es war verdammt scheiße. Muss ich einfach kein Blatt von, darf ich kein Blatt vom Mund nehmen. Deshalb raus, raus aus dem Ranking, sowas will ich nicht sehen. Passt also in Zukunft auch auf Gastronomen, wenn ich privat komme. Das geht nicht anders, das kann ich nicht verantworten, wenn da jemand hingeht, diese Pizza isst und sieht, ich habe die empfohlen. Das ist mir peinlich, da stehe ich mit meinem Namen für, das ist mein Lebenswerk, sage ich ja mal, diese Rankings. Wir gehen jetzt zur Runde 2, wirklich jetzt der JP-Pizza, danach die Bewertung. Roberto, es war lecker, wirklich, muss ich sagen. Ich bin auch dafür bekannt, dass ich echt kritisch bin und auch knallhart. Na, also wenn was nicht schmeckt, dann ist es so. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich, hätte ich mich vor dir versteckt. Genau. Ne? Aber es war top, es war wirklich gut. Und jetzt werden wir dann volle Hütte von JP. Wenn wir denn jetzt essen, ja? Machen wir. Dann nächstes Mal kommst du, sagst du Vollausstattung. Vollausstattung, ne? Ja. Ist so. Ich geh nicht so, tut mir leid. Mach nichts. Ach, Roberto, ich wollte dich noch was fragen, ne? Auf meiner Pizza, wie hieß die nochmal? Diablo, ne? Ja, Don Diablo. Don Diablo. Habt ihr da Honig drauf gehabt? Ja. Ja, ich wusste es. Das ist Honig. Da ist doch Honig drauf. Ich frag Roberto gleich. So muss das, Leute. Also mir geht ein Herz auf bei sowas. Ich feiere das so hart, wenn Leute Spaß haben bei der Arbeit. Das ist das Wichtigste, das Schönste, also eins der wichtigsten Sachen im Leben. Jeder muss arbeiten und es ist einfach traurig, wenn man keinen Spaß hat. Und umso schöner, wenn man Spaß hat dabei. Ich kenne das nämlich, wie es ist, keinen Spaß bei der Arbeit zu haben. Du wirst depressiv bei irgendwann. Boah, sogar Süßkram hier. Mit einem Herz, das sieht heftig aus. Guckt euch die Blase an, so muss das.
Roberto, was ist das Weiße hier? Das Innere von der Burrata. Das Innere von der Burrata. Ah, gut, dass du das sagst. Danke, Digi. Perfekt. Nimm ich so mit. Ich danke dir, mein Lieber. So, gleich mitnehmen. Wie könnt ihr die Teller anfassen? Das ist ja richtig heiß. Ja, klar. Krass. Das regnet ja draußen jetzt. Dann esse ich da hinten irgendwo. Ja, hier sollte das gehen. Dankeschön. Super, danke dir. Danke, danke. Da ist das gute Stück. Geil, sieht das aus. Also wisst ihr was, nimm das gleich hier vorne mit hin, das geht nicht, das ist hier zu laut. Ich glaube, da haben wir alle keinen Spaß mit. Da setze ich mich hin. Zack. Auf ganz entspannt, guckt euch an, wo ich sitze. Geht nicht anders. Und nochmal für euch die JP Performance Pizza Schinken, Salami, Stracciatella, Peperoni, Käse. Ganz viele Eindrücke. Geschmacksexplosion. Die sahnige von der Stracciatella. Schärfe von der Peperoni. Würzigkeit vom Belag, also von dem Schinken und von der Salami. Das Aromatische nochmal vom Basilikum reingeschossen. Schärfe kommt jetzt hinterher. Die Schärfe erfüllt so richtig den Gaumen, aber nicht zu scharf. Nochmal der Rand für euch. Salami, so richtig kross, seht ihr das? Der Schinken stapelt sich gerade so richtig zum Turm. Und das ist einfach ein leckerer Schinken, wo man sich ein Brot schmiert zu Hause und denkt, noch eine Scheibe rauf, noch eine Scheibe rauf, das schmeckt so geil. Nicht wie in Hartz-IV-Zeiten, wo man sich denkt, ich hätte es lieber sein lassen sollen, sondern lieber Trockenbrot mit Butter. Nein, das ist der gute Schinken. Einfach klasse Pizza. Ich snack noch ein Stück, dann geht's ab zur Bewertung. Wissen wir jetzt, wie die Küche ist? Muss man aufs Klo gehen? Ich gehe da immer rauf, habe ich sogar im Video oft aufgenommen. Aber dann haben sich die Leute beschwert, dass ich bei Essensvideo immer zu viel Toilette aufnehme. Ja, das macht aber nochmal eine neutrale Meinung. Ich werde ja gleich auch meine Meinung zur Pizza geben. Was war Ihre Erfahrung? Okay, also ich habe Salat gegessen, Hühnerstücke waren ein bisschen trocken. Und als wieder gut machen, haben wir sehr leckeres Dessert bekommen. Oh, das ist aber nett. Hat deine Schwester nochmal Glück gehabt? Und zur Bewertung, kurz und knapp, Pizza 1, andere Pizza, anderer Teig, andere Tomatensauce, kommt eine 8-9 von mir zur Bewertung von JP Performance. Wenn ich es vergleiche mit den Hochkarätern, also diese beiden Pizzen könntest du mit beinahe jeder Pizza in Deutschland aufnehmen, meiner Meinung nach. Ultra stark. JP Performance Pizza schafft es in mein Ranking. Das Einzige, wo ich halt noch, wenn ich bei den Pizza-Weltmeistern war oder die wirklich internationalen Wettbewerben hoch abgeschnitten haben. Da war der Teig noch mal ein bisschen krasser. Aber nichtsdestotrotz eine 8,9. Eine 8,9 kriegt auch die Pizza von mir. Beide sehr krank. 60 Seconds to Napoli. Welt. Welt, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne einmal kurz die Mühe machen und einen Daumen oben knallen lassen. Gerne einen Kommentar, was wir als nächstes testen. Ich sag, bis zum nächsten Mal.